Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden das gewohnte Kommentatorenteam. Wir sind bereit und ich glaube, Sie daheim sind es auch. Bayern München gegen FC Barcelona. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Robert Lewandowski gegen Lionel Messi. Wie siehst du dieses Duell? Nun, Robert Lewandowski ist wie kaum ein anderer in der Lage, seine Mitspieler einzusetzen, durch tolle Pässe Räume zu schaffen, Chancen zu erarbeiten. Lionel Messi ist ein Mann, der insbesondere von seiner Stärke im Abschluss lebt. Damit kann er einem Team immer enorm helfen. Vorchecken, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Clément Longley spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Die Bayern mit dem Anstoß. Los geht's! Nur Müller. Da ist Müller. Jetzt die Bayern im Angriff. Kimmich. Das ist Lewandowski. Da ist Kimmich. Süle. Kimmich. Goretzka. Goretzka ist es. Die Bayern mit dem Ballverlust. Lionel Messi am Ball. Gutes Anspiel. Dembélé. Messi. Busquets, Antoine Griezmann. Ball von Busquets landet beim Gegenspieler. Sané. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Da ist der Ball weg, Lewandowski. Piqué. Ein ausgeglichenes Duell heute für den FC Bayern. Könnte spannend werden, oder? Ja, ganz klar, Wolf. Ich erwarte ein sehr intensives Match. Wird wohl am Ende darauf ankommen, dass man hier wirklich Vollgas gibt, wenn man etwas mitnehmen möchte. Barça jetzt in der Offensive. Super, Messi. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Goretzka. Thomas Müller. Kimmich. Ball ist bei Goretzka. Und Müller. Kimmich jetzt. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Lewandowski. Ja, der nächste tolle Pass. Den spielt er wieder zurück. Ballverlust Bayern München. Kann er was draus machen? Und Busquets. So, jetzt Barca am Ball.
Und nun Busquets. Das ist Busquets. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Und nun Busquets. Busquets mit dem Anspiel. Gegner ist da. Kimmich. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Kimmich. Und die Chance. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Lionel Messi am Ball. Und Griezmann. Im Moment ist Barcelona zu harmlos. Folgerichtig noch kein Tor für die Katalanen. Sergio Busquets. Und direkt zurückgespielt. Frenkie de Jong. Dembélé. Lionel Messi. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und dann kann Lionel Messi das Tor aus der Mitteldistanz machen. Kann seine Stärke ausspielen. Ist eine tolle Aktion. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Lionel Messi. Goretzka. Das ist Lewandowski. Müller am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Den Ball hat er, ganz souverän. Ball bei Lionel Messi. Da ist Messi. Guter Pass jetzt. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Ballverlust hier durch Griezmann. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Ja, die Bayern spielen aus meiner Sicht, Wolf, unter ihren Möglichkeiten. Müssen mal mehr riskieren, ihr Spiel irgendwie stringenter durchziehen. Wenn das kommt, dann geht noch was. Sané. Ballbesitz Lewandowski. Goretzka. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Wie siehst du Messi bislang? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die zweite Hälfte ist angepfiffen. Barca führt. Longley. Ball jetzt bei Busquets. Da ist Longley. Nun Busquets. Barcelona verliert den Ball. Thomas Müller. Ball ist unterwegs. Ausgleich für die Bayern. Alles wieder drin in diesem Spiel. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig
im Tor untergebracht. Hier nochmal dieser Treffer. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Frenkie de Jong. Piqué jetzt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Longley. Piqué jetzt am Ball. Ball jetzt bei Busquets. Busquets mit dem Ballverlust. Und nun Alaba. Der Ballverlust. Lewandowski war das. Piqué. Und Busquets. Messi. Chance zur Führung. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Lewandowski. Ja, da ist Lewandowski. Goretzka. Jetzt ist der Platz da. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Barca liegt nach diesem Tor zurück. Da muss mehr kommen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Spielerwechsel bei Bayern München. Busquets. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 29. Kingsley Coman. Neu auf da ist Messi. Die Nummer 7. Und jetzt Griezmann. Longley. Frenkie de Jong. Ball jetzt bei Busquets. Frenkie de Jong. Wartet im Moment. Gute Flanke. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt Messi. Pass auf Antoine Griezmann. Jetzt Jordi Alba. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und geklärt hier vom Torhüter. Dembélé. Schöne Aktion. Alles wieder offen. Ausgleich. Wichtiges Tor natürlich hier für den FC Barcelona. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Die Nummer 7, Anton Griezmann. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Süle. Lewandowski jetzt am Ball. Da ist Kimmich. Thomas Müller. Die Gäste werden wechseln. Goretzka. Lewandowski, ein seltener Gast in dieser Spielfeldregion. Sehr aktiv. Die Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Kimmich. Lewandowski. Lewandowski, das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten. Spannung pur. Gutes Anspiel. Der FC Barcelona wirft nochmal alles nach vorne. Schaffen sie noch den späten Ausgleich. Dembélé. Und Gerard Piqué. Klasse Zuspiel. Da geht die Fahne hoch. Boah, also da brauchen wir sicher nochmal die Wiederholung. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen, aber die Fahne ist eben oben. Es gibt einen Wechsel. Und Alaba. Da ist Kimmich. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Kimmich. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Dembélé. Barcelona drängt nochmal auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Die Bayern im Vorwärtsgang. Und Lewandowski. Leroy Sané. Serge Gnabry. Da könnte was entstehen. Ein guter Pass. Ja, nicht der. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Er dürfte zufrieden sein, hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert.